In southern India. In Südindien gibt es die sprichwörtliche Redensart, dass eine Kokospalme nützlich ist, wenn sie lebendig ist und wenn sie tot ist. Jeder Teil der Kokospalme ist nützlich, sogar nach ihrem Leben. In ähnlicher Weise hat ein Mensch die Gelegenheit, dass wir, wenn wir am Leben sind, absolut nützlich sein und einen Beitrag zum Leben um uns herum leisten können. Und in ähnlicher Weise können wir es auch sein, wenn das Leben vorbei ist. Organspende ist eine solche Möglichkeit, wenn wir, sogar nachdem unser Leben vorbei ist, für ein anderes Leben etwas bewirken können. Es ist eine großartige Möglichkeit, die der Mensch nutzen sollte. In unserer Kultur gibt es keine Verherrlichung nach dem Tod. Innerhalb weniger Stunden nach dem Ableben eines Menschen wird sein Körper ohnehin verbrannt. Einäscherung ist der Weg. Wenn wir also die Organe der Verstorbenen nutzen können, um ein anderes Leben zu transformieren, ist das definitiv eine wundervolle Sache. Aber es gibt auch noch eine andere Dimension. Jedes menschliche Organ ist darauf ausgelegt, ein Leben lang zu halten. Warum entwickeln wir eine Kultur, in der menschliche Organe auf halbem Wege versagen? Das ist also eine Kultur, die wir entwickeln müssen, dass die einzelnen Menschen Verantwortung dafür übernehmen müssen, dass ihre Körper für deren Lebensdauer halten. Diese Kultur zu vermitteln ist ebenso wichtig. Du betrinkst deine Leber, bis sie verfault, und dann willst du die Leber von jemand anderem. Dies könnte einen ungesunden Trend erzeugen, und es gibt auch einen Marktplatz, der sich daraus entwickeln wird, was wiederum viele gefährliche Möglichkeiten eröffnen könnte. Also Organspende ist auf individueller Ebene eine fantastische Sache, aber im größeren Kontext müssen wir bewusst und vorsichtig sein, um zu sehen, dass dieser wunderbare Akt, einen Unterschied für ein anderes Leben zu machen, sich nicht zu einem riesigen Markt entwickelt und all die anderen hässlichen Dinge mit sich bringt.